Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, weiter geht's mit Phoenix Point. So, und beim letzten Mal war ich ein bisschen durch den Wind hier, glaube ich. Die ganzen Leute stehen hier so offen in der Gegend rum. Aber, ja. Jetzt, ich habe übrigens doch gespeichert, weil ich da an dem Abend jetzt nicht mehr weitermachen konnte. Ich habe also gespeichert, jetzt müssen wir mal gucken, der Zug ist beendet. Wir stehen hier ganz offen, hier ziemlich offen. Wir gucken mal, was der macht hier. Beziehungsweise ob die jetzt was machen, sonst geben wir ihnen noch eine Runde extra, wobei er auch einen Bluten verliert wahrscheinlich. Aber er sollte eigentlich fähig sein zu reagieren. Wenn er das nicht tut, geben wir ihnen vielleicht eine Bonusrunde wegen diesem Speicherproblem. Vielleicht ist es aber auch wegen dem Patch. Es gab nämlich nochmal einen neuen Patch, vielleicht ist es auch behoben worden. Wir schauen mal. Ah, okay. Der reagiert. Zweimal. Aber so schlimm war es gar nicht. Gut, jetzt hat der andere nicht reagiert. Der hat nichts gemacht. Ist das jetzt ein Problem für uns? Komm, wir schießen nicht auf ihn, oder? Er hat ja reagiert. Oder geben wir ihm jetzt noch eine Runde? Also der hat normal reagiert, finde ich. Ja, wir bringen den jetzt um, oder? Nur weil der nicht gelaufen ist. Ich meine, gut, schwierig, das jetzt zu entscheiden, aber es ist auch so eine, naja, es ist eigentlich ja eine Popelgeschichte hier. Ich denke, wir gehen jetzt trotzdem daran und bringen den um, warte mal. Also, wir können einmal Schocklanzen, gerade so. Und wenn es dann noch nicht reicht, der hat noch 160, müsste eigentlich reichen. Zengir, mach das mal mit der Schocklanze. Ja, vielleicht auch nicht. Na doch. Ich glaube, das kannst du noch machen, ohne dich zu heilen. Auch wenn du offen dastehst. Einmal Angriff. Das war's. 600. Achso, 600 Schock war es, glaube ich. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob das Ding. Na gut, das ist zu weit weg hier, ne? Das ist eindeutig zu weit weg und wir wollten ja nicht auf ihn schießen. Das heißt, wir können hier gucken, dass wir auf den anderen schießen. Es geht ab da, es geht auch ab hier. Ich gehe erstmal einen Schritt nur, zwei Schritte meine ich. Sonst müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen wechseln, aber es wird nicht besser werden. Wir treffen vor allen Dingen ziemlich sicher den Hammer. Ein Schritt nach rechts wäre nicht schlecht, ne? Hier so hin. Aber da stehen wir auch wieder ganz offen. Aber es sind auch alles keine Fernkämpfer, die hier rumstehen. Insofern nach da. Warte mal. Du kriegst hier nichts, ne? Du kriegst erstmal nichts. Du kannst aber. Ne, hier ist auch keine Deckung und gar nichts. Also wir können jetzt gucken, ob wir hier aus der Deckung einen Overwatch kriegen. Aber wir kriegen ja sogar von da einen Overwatch hin. Dann machen wir mit Gorwin einen Overwatch von hier. Ach, ich wollte dich auch nach oben schicken. Kann man einen Zug zurücknehmen eigentlich? Nee. Na gut, das geht auch von unten. Einmal so, schießen wir doch auf ihn. Die Watcher steht dann ein bisschen doof in der Gegend rum. Gorwin geht da vorne lang. Du gehst jetzt. Tja. Da sind wir bei dem noch. Aber ich glaube, von dem droht keine Gefahr. Was hat denn der? Doch, der hat ein Virusgewehr. Aber das ist auf die Entfernung. Funktioniert das nicht. Also der wird nicht treffen, würde ich behaupten. Wir können uns auch noch einen Schritt darüber stellen. Oder wir schießen einfach von hier. Moving to coordinates. Also eine 50% Chance haben wir ja trotzdem. Ja, den lassen wir jetzt einmal in Ruhe. Naja, 50% sind es nicht ganz, ne? Aber wir haben schon so getroffen. Komm, dann machen wir es mal. Ach, daneben. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Also, das Ding ist leer. El Floco hat sowieso nichts, was er tragen kann. Könnten El Floco auch nach vorne schicken. Durchaus auch trotzdem schnell. Jetzt weiß ich, ich bin wieder schnell. Aber hast du eigentlich noch was? Ja. Du könntest, das ist ein Berserker.
und hier in Overwatch machen. Da ist allerdings der Kram hier im Weg. Vielleicht auch von hier. Ja, da sind die ganzen Gasflaschen. Kannst du da rüber feuern über den Kram? Kann ich mal kurz da durchgucken? Naja. Sollte gehen eigentlich. Wir schauen mal. Es ist okay. Also ich meine, wenn er näher kommt, ich würde ja lieber einen Overwatch machen und das dann am besten das Ding noch zur Explosion bringen. Wenn er näher kommt, wird er natürlich auch mehr verdeckt sein, aber vielleicht rennt er ja genau da lang, wo er nicht lange rennen sollte. So, El Flocco nach vorne. Wenn wir nur die beiden hier haben, dann kommst du jetzt einfach da, hier. Oder vielleicht sogar hier hin. Da ist der noch im Blickwinkel. Nee, Flocco bleibt mal auf der linken Seite. So. Da kannst du stehen bleiben. Das macht nichts. Wir können von hier eine Shotgun ansetzen. Auf da und im nächsten Zug. Aber du musst auch hier rüber gehen. Warte mal. 1, 2. Hast du eigentlich deine alte Waffe? Hast du jetzt gar nicht mehr dabei. Wir können natürlich auch noch ein Geschütz aufstellen. Hier in der Gegend, aber so richtig sinnvoll ist das, glaube ich, gar nicht. Ich denke, wir machen von hier einen Overwatch in diese Richtung, falls der Berserker hier langkommt. Und hoffen, dass das passt halbwegs. Schauen wir mal. Ah, da kommt er lang. Ha! Okay, ersten Schritt. Er hat gut gewusst, wie weit der Overwatch ging. Corvin, deaktiviert herum, 130 Schaden. Schauen, ob er mit dem Virusgewehr noch was macht. Jawohl, schießt gegen die Wand. Okay, dann sollte das jetzt nicht das Problem sein. Andy ist hier. Kannst du was treffen? Den da hinten. Aus allen Lebenslagen. Könnte dich auch hier stellen, dann kannst du mit dem Schnellschießen auf den da hinten feuern. Also könnten wir auch jetzt Corvin machen lassen, aber Corvin kann da hinten auch schon rüberlaufen. Insofern ist das, glaube ich, in Ordnung, wenn wir jetzt probieren, dem Mann den Kopf abzuschießen. Schön, ne? Wie wir das immer machen. So, und du einmal schnell nach vorne. Plus 5 Willenskraftpunkte und eine Box. Mit 2 Geschichten und einem Haufen Zeug eigentlich noch. Das wir aber jetzt alles hier liegen lassen, glaube ich. Das ist alles billiger. Wir wollen hier das Zeug haben. Vor allen Dingen zumindest. Und dann kannst du dich schon wieder ein Stück zurückstellen. Und da ist noch ein Berserker. Ah, von der anderen Seite. Dafür steht das Geschütz jetzt natürlich doof. Du kannst dich trotzdem dahin stellen. Der Berserker braucht noch eine Weile. Und du sollst eigentlich hier rüber, aber wir gucken erstmal, ob wir den da oben jetzt wegkriegen. Schauen wir mal direkt hier. Das sieht schon nicht schlecht aus. Allerdings brauchen wir mehr Wumms, damit das auch klappt. Zengir kann weit laufen. Mit der Slamstrike von hier einmal drauf feuern. Geht auch aus geschützter Position. Probieren wir das mal. Ja, wir probieren es. Ich hoffe mal. Oder halt. Wenn wir jetzt sehr stark Gefahr laufen, können wir Zengir auch nochmal heilen. Ich gucke aber auch nochmal mit El Flocco, der zumindest mit der Panzerbrechenden drauf feuern könnte. Oder mit der dicken. Ja, mit der dicken wird es ein bisschen eng. Mit der Panzerbrechenden, wie ist es da? Könnte auch die Hälfte weghauen.
Und du kannst ja noch bis hier nach vorne. Das ist. Klappt das mit dem Vorsprung da? Ich stelle mich lieber hier hin. Hier hin mit der dicken Elf-Locke nochmal bis hier ran oder bis da ran mit der kleineren. Ja, komm. Das müsste funktionieren, würde ich mal behaupten. Wenn wir nicht völlig daneben schießen. 70 Schaden. Naja, ist doch ein bisschen enger als gedacht. Vielleicht auch nicht. Ja, wenn die Rüstung erstmal weg ist, dann ist erstmal alles gut. So, und du darfst dich jetzt einmal heilen. Auch wenn du schon mal was aufsammeln könntest, aber gut. So, dann gehen wir hier rüber. Der ist ja auch hinüber. Eigentlich ist jetzt nur noch der auf der unteren Seite irgendwie im, als Option. So, nochmal Tech, nochmal das. Und du kriegst auch noch was für deine Arme. Und dann kannst du auch schon wieder zurück. Zumindest den Schritt. Und dann sind wir erstmal durch. So, der darf eine Runde kommen. Corvin und Andy warten. Das ging daneben zum Glück. Aber wenn er sich so hinstellt, er darf nochmal. Das ging auch daneben. Oder zeigt er gerade nichts an hier? Nee, es ging daneben. Wenn er sich schon dahin stellt, wo Andy ihn gut treffen kann. Und zwar ziemlich gut. Hast du noch Platz für zweimal schnell schießen? Ja. Nummer 1. Und Nummer 2. Jawohl. Sehr gut. So, du hast ja letztlich gar keinen Platz mehr. Du kannst schon wieder zu deiner geliebten Waffe, die uns jetzt leider weniger gebracht hat, als wir uns das gewünscht hätten. Aber trotzdem, die kannst du gleich einsammeln in der nächsten Runde. So, Elf-Locko, du hast keinen Platz, richtig? Einen hast du Platz gerade. Und Mark hat auch keinen Platz mehr. Haben wir gerade eigentlich auch gesehen. Doch, nee, Elf-Locko hat noch einen Platz und Mark hat gar keinen Platz. Und Sengi hat zwei. Und wir haben jetzt, nee, drei, vier sogar. Na, wunderbar. Dann fang doch mal an oder geh du doch mal da hinten hin. Durch die Wand durch. So, Nahrung. Ja. So, Spinnendrohnenzeug, das brauchen wir nicht. Die Neuralpistole, Giftarmbrust. Alles nicht so wichtig. Dann lieber zurück und da noch was einsammeln. Und dann kann Elf-Locko mit einem Platz hier auch nochmal rüber rennen. Mal schauen, was da drin ist. Vielleicht reicht es ja mit zwei Plätzen. Naja. Die Granate könnte man sich noch schnappen, aber ist eigentlich okay. So, warum wir die Neuraser mitgenommen haben, ist ja auch eine Frage, ne? Wenn wir vorher schon gewusst haben, dass es die Vergessenen sind, was wir getan haben, dann hätte man da auch dran denken können. So, und wir hauen einfach ab hier rüber. Und Gorwin, du hast ja eh keinen Platz mehr. Einer muss noch nach oben klettern hier. Aber du kannst dich mal in Position stellen für was auch immer da kommt. Und dann muss, glaube ich, Andy in der nächsten Runde nach oben. Da kommt der nächste Priester. So, da hast du noch Platz. Also du musst erstmal die Waffe wieder... Geschütz zurückholen geht nicht. Hä? Kein Platz im Inventar. Ach so, deswegen geht's nicht. Haha, ja, okay, das macht Sinn. Das sollten wir aber schon tun. Das Geschütz zurückholen. Insofern, was machen wir denn jetzt noch? Wir können noch einen heilen vielleicht. Gorwin, wie viel Platz hast denn du?
Nee, du hast auch nichts mehr. Richtig. Also wir könnten so ein Pistolenmagazin sonst noch wegschmeißen. Und ja. Andy, du hast 2. Bist auch noch komplett heile. Auch noch irgendjemanden, der geheilt werden könnte. 210, ja komm. Dann rennen wir mal hier rüber zu Gorwin. Beziehungsweise vielleicht tun wir das auch langsam, denn wir müssen ja da hinten nochmal drauf feuern. Nummer 1. Nehmen wir schon mal einen Schritt. Jetzt ist wirklich, also ja, das sollte ja hier funktionieren. Gehen wir mal nach vorne noch einen Schritt. Na klar. Na los, dann machst du das mit dem Overwatch von hier vorne. So. Tja, wir haben halt alle keinen Platz mehr. Was war da noch drin? Nichts Besonderes, ne? Wir gehen da noch einmal hin, aber ich glaube, für den einen Platz sollten wir, noch aufbewahren. Achso, Essen. Nee, doch. Essen kann man eintauschen, ist nicht schlecht. Dann geht's weiter. Mark kommt auch nochmal hier ums Eck. Sollte eigentlich alles funktionieren. Jetzt ist nur die Frage, ob wir jetzt hier... Ja, komm, dann schmeißen wir... Was schmeißen wir denn jetzt weg? Du kannst auch heilen. Haben wir noch jemanden, der kaputt ist? Nee, die sind alle gesund hier. Obwohl ich so eine komische Runde gemacht habe, sind die alle gesund. Hm. Like the wind. Also die Schocklanze ist schon cool, ne? Ach so, was haben denn die eigentlich hier liegen? Aber gut, okay, das ist jetzt... Wir haben echt keinen Platz einfach. Ich hätte echt diese Neuraser nicht mitnehmen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber hier liegt jetzt nichts Besonderes. Insofern ist das schon in Ordnung. Wir können mal bis da zurück. So. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwas wegschmeißen. Kann man das wieder aufsammeln, wenn ich das jetzt wegschmeiße? Ich würde lieber so ein Pistolenmagazin wegschmeißen. Ja, kann man. Dann holen wir mal das Geschütz zurück, bevor es nachher fehlt. Und gehen noch einen Schritt hier runter. Wir gehen einfach davon aus, der da oben, das wird jetzt kein Problem sein. Also, das kann ja nicht sein. Oh, hat er die Erlöser weggeschossen. Na gut, jetzt hat er... Jetzt heilt er sich nochmal. Na gut. Wenn er denn möchte. So, Andy. Heile doch mal Gorwin, bitte. Und dann gehst du hier noch einen Schritt rüber. Achso, ja, wir können... Naja. Moving. Sonst muss Gorwin jetzt mal doppelt feuern. Wenn es nicht reichen sollte. Reicht aber. Oh nein, jetzt haben wir die Granate getroffen. Also nicht schlecht. Die Granate zu treffen, muss man auch erstmal schaffen. Wir können mit der Shotgun Overwatch machen. Also ich weiß nicht, was er jetzt noch hat. Aber seine kleine Waffe wird er schon noch haben. Dann würde ich mal sagen, müssen wir mal gucken, dass wir hier noch einen Overwatch machen vielleicht. Ja, ihr habt ja alle jetzt so viel geladen, ne? Dass ihr euch gar nicht mehr bewegen könnt. El Flocco, wie weit kommst denn du noch mit deiner Akku? Guck mal, das ist doch nicht schlecht. Gehen wir da noch einen Schritt ran und entweder feuern wir direkt, was eher schlecht aussieht. Dann machen wir lieber einen Overwatch und zwar hier so hin. Mal gucken. Mal gucken. Und hier machen wir auch noch einen Overwatch. Mit der Shotgun. Oder auch nicht. Gehen wir wieder einen Schritt zurück. Ich bin immer noch durcheinander, aber... Nee, ich will jetzt... Das ist einfach eine langweilige Mission, muss man auch sagen, einfach.
So, wo können wir denn noch guten Overwatch machen? Von hier werden wir natürlich auch getroffen. Von da mit dem Doppelsprint. Müssen wir nur hinkommen. Eins. Zwei. Slam Strike, Overwatch oder schießen. Warte mal. Preparing to fire. Naja. Es muss halt wieder treffen. Obwohl, es ist gar nicht so schlecht, ne? Viel besser wird es, glaube ich, nicht. Wir probieren es mal. Na, wunderbar. Damit haben sich die ganzen Overwatches eigentlich auch schon wieder erledigt. Hast du noch irgendwas, was wir gut wegschmeißen können? Ein Medipack können wir auch wegschmeißen, natürlich. Oder diese Gauss-Scharfschützen-Munition. Wir haben eh noch ein anderes. Das ist vielleicht besser als... Ja, komm. Machen wir es so. So rum und dann geht es schon mal Richtung Ausgang. Und dann sind wir durch hier in dieser Runde. Und jetzt muss nur noch Andy die Treppe rauf, richtig? Du hast noch richtig Platz. Du musst noch eine Runde warten, weil du, glaube ich, einen Aktionspunkt brauchst, um das Ding da reinzupacken. Da ist noch ein Enemy. Wie schön. So, nee, brauchst du. Doch, brauchst du. Oh, da ist aber einiges. Also Säurepistolen, man. Na, Gauss-Geschützmagazin. Naja, das zumindest. Die Säurepistolen haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Also, du musst noch eine Runde warten. Wo ist er denn? Der Gegner. Da hinten. Ja, komm, dann mach doch nochmal einen Overwatch hier. Nee, nicht mit der Shotgun. Damit gerne. Bleiben wir doch nochmal hier. Und machen hier unsere Overwatches. Obwohl, das ist ja jetzt auch ein bisschen doof. Warte mal. Obwohl, doch, das kann man schon machen. Weiß nicht, ob er so weit kommt. Glaube ich eher nicht. Das nennt sich Minengebiet hier. So, und ja, ich meine, du bleibst jetzt erstmal hier rumstehen. Du kannst sogar schon ein Stück, obwohl, na, ihr kommt alle gut raus, dann bleibst du da stehen. Andy, du kannst jetzt nichts mehr machen, außer mit der Pistole zu schießen. Das muss jetzt nicht mehr sein. So, er hat uns gesichtet und kommt dementsprechend nicht nach vorne. Kluger Mann. So, jetzt mal austauschen hier die beiden Kartons auf jeden Fall und vielleicht nehmen wir noch das Ding mit. Ich bin gerade nicht sicher, was da am teuersten ist, aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Und dann kannst du dich schon verzwirbeln hier runter. Oh, guter Sprung. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, und jetzt sollten alle voll sein. Und ich muss mich jetzt auch eigentlich nicht mehr um den da oben kümmern. Flocko ist auch voll. So, alle so, dass sie in der nächsten Runde rauskommen. Von hier aus noch da. Obwohl jetzt auch die Deckung nicht mehr so richtig wild ist, oder? Komm, wir gehen da gleich runter. Dann haben wir hier Zengir. Auch der ist voll bepackt. Moving in. Da erwarte ich jetzt keine Komplikationen mehr. So. Mark hier unten hin. Und Gorwin sollte auch voll bepackt sein. Jawohl. Ich dachte gerade, der kann gar nicht mehr laufen. Aber in der nächsten Runde sind wir alle raus. Insofern brauchen wir uns da hinten jetzt um diesen einen Sturmsoldaten, der sich da nicht traut, hinterm Fass herzukommen. Und jetzt vom Fass Richtung Felsen geht. Ja. Ich glaube, das ist in Ordnung, dass wir den jetzt in Ruhe lassen. Er hat sich nicht aggressiv verhalten. Wir sind ja friedliebende Leute, nicht wahr?
So, also, bisschen merkwürdige Mission hier, weil ich da am Anfang so schnell reingegangen bin und irgendwie taktisch gar nicht vorgegangen bin. Es hat uns aber nicht geschadet und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, warum das so war. Denn wenn die Missionen so klar einfach sind, wobei so klar war es am Anfang vielleicht nicht, dann kann man das auch schnell spielen. So, El Flocco ist verletzt noch und Mark ist auch noch verletzt, aber wir haben euch eigentlich voll geheilt. Insofern sollte da nicht viel übrig bleiben von den Problemen und ihr könnt quasi direkt weitermachen, glaube ich. So, Beutezug erfolgreich. Das kann sich durchaus sehen lassen. Also 600, 300, 200 Nahrung, 100 Mutagene und noch so ein paar Gegenstände. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wir müssen allerdings auch gleich 123... Ach, die Propellerbeine müssen wir auch reparieren. Na komm, das kann man schon ausgeben. So, war ergiebig, war nicht super ergiebig, aber war auf jeden Fall eine gute Idee. Wir fliegen euch trotzdem, denn eure nächste Aufgabe ist der Tadel hier oben. Das heißt, wir fliegen euch wahrscheinlich zurück. Gibt es noch ein Fragezeichen? Eins habe ich schon gesehen. Gibt es hier unten noch irgendwas? Da gibt es noch ein Fragezeichen. Das lassen wir euch mal noch machen. Wir schauen währenddessen zum Tiamat. Na, der fliegt auch zum Fragezeichen. Bitte erkunden. Piranha ist abgeschlossen. Fort Hera wurde zerstört. Und Kurda hat den Angriff abgewehrt. Sehen wir hier schon irgendwas? Von archäologischem irgendwas? Nein. Beim Tiamat. Geistig gesund? Fragezeichen. Das frage ich mich auch immer. Der Tiamat 2 ist bei einer nicht markierten und verlassenen Forschungsstation gelandet. Sieht so aus, als ob dieser Standort irgendwann in den letzten 10 Jahren gegründet wurde. Die Sicherheitszäune wurden zerstört und die Wohnbereiche geplündert, aber es gibt ein Labor, das offenbar in Ruhe gelassen wurde. Im Inneren befindet sich neben der normalen Ausrüstung, die man in einem Labor erwarten kann, ein extrem großer Stickstoffgefrierschrank mit einem kompletten Atron, dessen Kopf sauber aufgeschnitten ist. Verzeihung. Das Gehirn wurde entfernt und an ein Behelfsgerät angeschlossen, das den Nachkommen eines Mikrowellenherdes und einer Satellitenschüssel ähnelt. Sieht beschädigt aus. Wo ist der Koch? Wir haben neues Essen gefunden. So, repariert das Gerät und bergt die Forschungsdaten. Tech-25 oder das Labor auseinandernehmen. Also ich glaube, hier kriegen wir Forschungspunkte. Und hier kriegen wir wahrscheinlich Materialien. Ich will fast lieber Materialien haben. Weil wir haben so viel Zeug, das wir schon erforscht haben, was wir gar nicht bauen können, weil wir kein Zeug haben. Naja gut, 160 Tech, 80 Materialien. Ja, finde ich besser. Wir brauchen keine verrückte Wissenschaft, aber wir brauchen diese Ausrüstung. Was auch immer diese Wissenschaftler mit diesem seltsamen Aufbau zu erreichen versuchten, es ist weniger wichtig als das, was das Phoenix-Projekt jetzt tut. Na, jetzt denke ich schon fast wieder, vielleicht hätten wir auch noch eine neue Forschung gekriegt, aber normalerweise kriegt man doch bei diesen Dingern immer nur Forschungspunkte, oder? Na gut. So. Immer noch die Frage, ob wir die 6. Initiation machen wollen. Ich glaube nicht. Wann kommt denn endlich die Zitadelle? Ja, genau. Das wäre sehr wichtig, dass wir das erkennen können. Wir werden hier noch weiter Fragezeichen bearbeiten. Seid ihr eigentlich auch noch fit? Ja, ne? Ja. Ihr seid alle fit. Alle fit genug zumindest. So, hier gerne auch erkunden. Elite-Training, Produktion der Raven ist abgeschlossen. Satellitenverbindung wurde gebaut. Die Zuflucht Fort Siju wird angegriffen. Na, wo seid ihr denn? Hier seid ihr. Das liegt quasi in eurem Einflussgebiet, würde ich sagen. Da waren wir auch noch nicht. Wir lassen mal ganz kurz laufen, gucken, wo sich das hinbewegt. Nach stundenlanger Erkunden wurde nichts Nützliches entdeckt. Okay. Das ist auf der anderen Seite. Jetzt, ich mache es mal ganz kurz langsam, damit wir das nicht verlieren. Ihr werdet euch das Ding noch anschauen. Ah, die sind jetzt sowieso genau in dem Moment da angekommen. So, ihr werdet erkunden. Und ich habe jetzt trotzdem pausiert nochmal, weil ich will erst sehen, ob die verlieren oder gewinnen. Jetzt sehe ich nichts, was so langsam läuft. Nee, es geht runter. Okay. Wir haben noch eine Goliath abgezweigt.
Wir sollten New Jericho helfen, denke ich mal. Diplomatisch sind wir bei denen auf 87%. Ich meine, gut, viel besser kann es ja kaum noch werden. Aber ich denke, wir sollten darüber fliegen und denen helfen. Noch eine Granate, noch eine Granate, noch eine Granate. Sehr gut. Wir haben wieder Gefahrenstufe nur Mittel. Angriffsstärke ist 10, Verteidigungsstärke nur 4. Es sind die Pandoraner. Diesmal machen dann die Neuraiser auch wieder Sinn. Die nehmen wir mit. Wir schauen mal, eine Skiller gibt es, glaube ich, nicht bei einer mittleren Gefahrenstufe, aber wir kriegen nochmal ordentlich Materialien. Dann könnten wir uns ein Flugzeug bauen. Dann könnten wir die letzten Soldaten ranholen für unsere Truppe. Weil sonst ist bald vorbei und wir haben die Soldaten nicht drin. Und diese Mission machen wir selbstverständlich beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut.